Der Urlaubchecker live vor Ort in Dubai war er. Jetzt ist er in Ras Al Khaimah und wir sind jetzt hier im Doubletree bei Hilton of Margin Island. Ich habe ja einen harten Job, aber ich zeige euch mal jetzt was sehr Schönes, nämlich die Poollandschaft um diese Uhrzeit vom Doubletree. Okay, wir starten einfach mal hier. Ja, eine riesen Poollandschaft. Das sind die Villen, die wir hier haben. Und im Endeffekt haben wir hier bei jetzt fast untergehender Sonne, ja, ist ja 3 Stunden voraus, haben wir die Anchor Bar. Das zeigen wir mal ganz kurz da oben, die Anchor Bar, genau. Und wenn wir bei Anchor Bar mal vorne hingehen zu der nächsten Brüstung, dann sehen wir das, worauf es jetzt heute ankommt, nämlich super schönes Wetter, 27 Grad und dazu auch noch ja ein leichter Wind, sag ich mal, ein ganz leichter Wind. Und das hier ist die Anlage des Doubletree bei Hilton of Margin Island. Hier vorne, fangen wir doch einfach mal auf der rechten Seite an. Da haben wir den Kids Club mit vielen Attraktionen, viele Poolbereiche. Und das hat man ganz gut gelöst hier in dem Doubletree bei Hilton. Weil man hat gesagt, okay, die Kinder, die Erwachsenen, die zusammen also was machen möchten, sind auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, das da drüben, was jetzt noch so ein bisschen in der Sonne ist, ja, das ist das Neue. Das ist der Bay Club auf der Doubletree bei Hilton of Margin Island. So, 650 Meter Strandbereich. Da drüben die Familien nicht, sondern mehr die Paare. Und auf der anderen Seite, so separiert man das hier, da haben wir dann die Familien mit den Kindern. Ist das ein Ausblick? Ja, von hier aus ganz kurz auch nochmal der Blick rüber aus Waldorf Astoria. Ist ja alles hier, was Rang und Namen hat. Bevor wir runter zum Strand gehen, machen wir eins. Wir gehen ganz einfach mal durch die à la carte Restaurants. Also hier oben, wie gesagt, die Anchor Bar, da ist am Abend immer was los. Da so ist meine Betreuerin von heute, ist die Mascha. Mascha, say hello to Germany. Hello. Hello, Mascha. Yeah, that's it. Okay, so. Jetzt gehen wir mal rein hier. Keine Angst, ich bleibe nicht lange drin, weil das Wetter ist einfach noch zu gut da draußen. Aber das ist die Anchor Bar. Hi. Hello. Hi. Nice to meet you. Thank you very much. Oh, we have here nice drinks to sell. Huh? Okay. Also, das ist die Anchor Bar. Und wenn wir jetzt mal von der Anchor Bar weggehen, wo es natürlich auch immer Attraktionen gibt, also auch immer Showtime. Er wird demnächst auch hier wieder auftreten. Ehrlich gesagt, ich kenne ihn nicht, aber das ist ja auch wurscht. So, jetzt gehen wir mal runter. Und dann haben wir unten, nämlich unter der Anchor Bar, unsere 2 à la carte Restaurants. Vielleicht gleich mal einen Satz dazu. Beim à la carte Restaurant sieht es so aus, im All-Inclusive ist es nicht mit drin. Aber man hat für umgerechnet 12, 13 Euro die Möglichkeit, zum Beispiel mal in die Brasserie zu gehen. Das ist das französische à la carte Restaurant. Gibt übrigens insgesamt hier 14 Bars und Restaurants. Hallo, hallo. Und das ist das französische Restaurant. Sieht sehr hübsch aus. Gibt übrigens auch sehr gute Weine, die hier kredenzt werden. So, einmal hier die Brasserie. Ja. Am Abend sehr gut besucht. Wenn man reingehen möchte, vorreservieren. Und jetzt gehe ich mal raus und dann werden wir sofort sehen, warum das italienische Restaurant Vespa heißt, weil die steht nämlich hier vorne an der Ecke. Hier ist übrigens dann am Abend auch immer so ein bisschen Showtime. Kann man auch hier sitzen, ja, mit guter Musik, schaut man wieder von der Terrasse raus aufs Meer und dann sieht man hier die wunderschönen beleuchteten Hotels auf der anderen Seite. So, das ist dann hier jetzt das italienische Restaurant, deshalb ja auch die Vespa hier. Okay, gehen wir mal rein. Typical Italian Food hier. Mit einem neuen Küchenchef übrigens. Italiener habe ich heute schon kennengelernt. Und der hat auch wieder die Karte mal richtig umgestellt. Und werden wir hier nochmal einen kleinen Blick auf Venedig werfen, ja, haben wir am Abend hier ein super à la carte italienisches Essen. Wir gehen hier vorne raus und dann schauen wir mal zum Strand runter, oder Freunde? Bei dem Wetter würde ich sagen, ist es genau das Richtige. Ich habe einen tollen Tag heute erlebt, also nur Gutes. Man kommt hier auch so gut drauf, ja, wenn man weiß, dass man in Deutschland jetzt gerade so plus minus null hat und hier haben wir 27 Grad gehabt. Jetzt immer noch 24 Grad. 24 Grad! Meine Güte, was ist das für eine wunderbare Region mit tollem Wetter. 6 Stunden von Deutschland entfernt. Wir fliegen mit Condor, wir fliegen mit Emirates. Und ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Der Strand ist der Hammer. Gucken wir auch mal runter. Auch hier wieder
sehr, sehr schöner weißer Sandstrand, den wir hier haben. Und dann der Blick rüber, mal wieder aufs Meer. Ja, yeah. Wie gesagt, momentan der Sundowner hier. Das hier ist so, jetzt gucken wir mal hoch. Das ist das Haupthaus. Das Haupthaus des Doubletree bei Hilton Margin Island. Eins unserer Lieblingshotels bei den Sonnenklar-TV-Gästen. Und immer wieder auch der leichte Schwenk rüber Richtung Meer. Färbt sich alles dann so wunderbar rosa. Und es gibt ja hier verschiedene Bereiche. Wie gesagt, mit dem Base Club ist es jetzt so, dass es erweitert wurde mit den Clubzimmern, die größer sind. Also sind natürlich genauso schön wie die anderen Zimmer im Haupthaus, aber die sind jetzt hier ein bisschen größer. Und nachher, wenn die Verbindung auch im Aufzug noch hält, dann haben wir die Möglichkeit, dass Sie auch mal eins dieser Zimmer sehen können. Okay, so. Das ist hier die Poollandschaft direkt beim Haupthaus. Das heißt, die Gäste des Bay Clubs dürfen natürlich auch alles nutzen. Ja, nur die Gäste vom Haupthaus, vom Doubletree, hi, guys, hello, die dürfen nicht rüber in den Bay Club gehen. Das ist auch wieder so ein kleiner Vorteil. Wir schauen uns mal die Poollandschaft hier an. Meine Pool ist ja nicht gleich Pool, ne? Das sieht zum Beispiel hier wieder sehr schön aus. Hat eine ganze Menge, oder? Ich weiß, der Steffen Müller guckt gerade zu, wird neidisch sein, dass ich jetzt hier bin. Ja, Junge, man kann nicht alles haben. Aber ich muss ja testen. Ich meine, jetzt sagt natürlich jeder, der macht ja nur Urlaub, der Bursche. Aber naja, haben schon noch ein bisschen was zu tun hier immer, ne? Okay, dann gehen wir mal ganz kurz auch hier in die Lobby vom Haupthaus rein. Und dann können wir nämlich hinten durch das Restaurant auch wieder rausschauen. Also, hinein in dieses sehr, sehr schöne Hotel. Weihnachtliche Beleuchtung, klare Sache. Also ein bisschen Christmas-Feeling ist hier auch, das ist die Lobby. Aber jetzt gehen wir, auch wenn es geschlossen ist, ich gehe jetzt aber trotzdem mal rein, hier in das All-Day-Dining-Restaurant. Das hier ist zum Beispiel eins dieser Restaurants, was man immer nutzen kann als Gast von beiden. Also sowohl vom Bay Club als auch natürlich von dem Haupthaus. Und hier wird das Abendessen gerade vorbereitet. Mit viel Liebe. Hi, say hello to Germany. Come on. Huh? Hey. Hi, guys. Okay. Ja, alles unvorbereitet hier. Muss natürlich keiner, dass er einer kommt, der hier ein bisschen filmt. Aber das finde ich prima, wenn man das so live macht. Ja, da sieht man auch, was an Arbeit, was an Qualität dahinter steckt. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, das ist nochmal dann das Restaurant, was man auch als Gast des B-Clubs dann genießen darf. Das ist übrigens für ein normales Restaurant, würde ich mal sagen, schon mal relativ schick eingerichtet. Und auch von den Tischen her, so wie das aussieht, ja. Also da kann man sich auch am Mittag oder am Abend richtig wohlfühlen. Und was mich natürlich immer reizt, der Ausgang. Bei dem Wetter, ich stehe da draußen bei 24, 25 Grad. Das ist gigantisch. Es ist sowas von, also man kommt einfach gut drauf. Morgens aufstehen, rausschauen, die Sonne scheint. Das ist Urlaub. Das ist Sonnenklar TV mit viel mehr Urlaub, weil wenn wir uns überlegen, ja, was das für Preise sind, die wir hier haben, mit eben, wenn ich das richtig gesehen habe, 1299 Euro für diese wunderbare Anlage, für die Zeit auch, die man hier ist. Also sensationell. Was auch sehr, sehr schön ist beim Bay Club, während wir gerade mal jetzt hier wieder Richtung Strand gehen. Es gibt hier einen Ladies Spa. Also im Haupthaus gibt es eine schöne Spa-Abteilung oben im 9. Stock. Aber wenn man hier ist, im Bay Club, gibt es auch für die Ladies eine eigene Wellness-Abteilung. So, und das ist hier Wassersport vom Feinsten. Das heißt also, man kann das alles machen. Man kann also mit Parasailing, Flyfish, wir haben Wakeboard dabei, wir sehen Jetski, Banana Ride, Fishing, Flyfish, Waterskis, das ist auch klasse hier unten. Scuba Diving, ja, oder das ist natürlich das Allerschärfste hier, ja, das Flyboard. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, aber das habe ich ausprobiert, es ist super. Stand-up Paddling,
Und hier bei diesen sympathischen Jungen. Yes, come to water sports. Yeah, yeah, that's it, that's it. Huh? Officials. Oh. We're dealing with the parasailing. Really, ride, really, really. Ride, wow, wow. Ski. Hey, and you doing it? Now we are open. Okay, now you're open. Join. Okay, I jump in. I jump in. Thank you very much. Guck mal, schönes Bild übrigens da hinten im Hintergrund das Gebirge. Ja, es ist eben ein echter Sundowner. Ich weiß, jetzt werden alle relativ fertig sein. Also Sonnenkarte TV in den Arabischen Emiraten. Genau, war die Frage gerade von der Frau Asli. Welches Land? Das ist Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. So, und das ist der Strand, ja, den ich eben schon mal angesprochen habe. Ich meine, guckt euch das mal an. Zieht sich hinten rüber und ist breit, ist schön, alles wird gepflegt, gehegt und gepflegt. Und auch diese Anlage eben mit den Palmen. Wenn ich die Palmen ansehe, dann sage ich mir, ja, das ist Urlaub. Das ist, um diese Jahreszeit ist das der absolute Wahnsinn. Man hat ja natürlich hier beim Bay Club auch so einiges gemacht, wenn wir mal darüber schauen. Auf der anderen Seite haben wir auch mal wieder eine kleine Attraktion für die Kinder. Das ist so der Jungle Park sozusagen im Meer. Und auch jetzt hier gleich kommen wir zu einer Poollandschaft, die dann auch wieder ganz exklusiv für die Damen und Herren ist, die im Bay Club untergebracht sind. Also 14 Restaurants und Bars, 4 à la carte Restaurants vom Feinsten. Day Spa für die Damen. Also das ist etwas Erholung pur. Die Damen sind im Spa, die Männer dürfen da ja nicht rein. Also ab an die Bar und ein leckeres Bier trinken. Also nochmal, oben im 9. Stock für alle hier auf der linken Seite. Ich darf natürlich da mit der Kamera nicht irgendwo hingehen. Haben wir dann das Ladies Bar. So, und das ist so der Außenbereich eben von dem Bay Club. Ja, mit schönen Balkons, die rausgehen Richtung Meer. Also das hat schon eine ganze Menge. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, der ganz exklusiv auch wieder für die Gäste von hier ist. Das ist diese Poollandschaft. Klasse. Das macht richtig Spaß. Jetzt gucken wir mal auch mal rüber wieder zu den anderen Hotels, weil da spiegelt sich dann diese untergehende Sonne so schön wieder. Es ist so das Alpenglown in Ras Al Khaimah. Hat was. Da drüben Jungle Float, ja. Für diejenigen, die Wasserspaß mögen. Also das ist jetzt alles hier perfekt organisiert. Ich weiß noch, das letzte Mal hier war, das ist ein paar Jahre her. Da war das ja noch nicht gebaut. Aber das ist jetzt optimal. Jetzt kommen wir auch gleich nochmal in die Region, wo wir zwei ganz neue, super à la carte Restaurants haben. Und zwar ein türkisches und ein asiatisches. Und heute Abend übrigens, ja, bei uns ist dann 20 Uhr, bei euch wird es dann 17 Uhr sein. Da will ich mit meinem Freund Mohammed, der mich auf Schritt und Tritt begleitet, da können wir auch mal den Mohammed sagen, hier, hallo, das ist Mohammed. Der ist ganz, ganz fantastisch mit mir unterwegs hier, der hilft mir total. Und wir werden heute Abend dann im türkischen Restaurant natürlich testen müssen für die Gäste von Sonnenklar TV. Das werden wir aber auch live machen, und zwar um 20 Uhr bei uns, 17 Uhr bei euch. Sind wir dann in der Sendung und lassen es uns dann schmecken und sagen dann, was dabei so uns so alles aufgefallen ist. Okay, dann kommen wir jetzt doch mal wieder zu dieser weiteren Ebene. Auch das hier ist, was wir hier gerade aussehen. Moment, da drüben. Es ist jetzt momentan geschlossen, ist dann aber so, wenn es wieder mal so ein bisschen Richtung Frühjahr und Sommer geht, ist das eine Shisha-Bar. Jetzt momentan in der sogenannten Wintersaisonzeit bei 25 Grad im Schnitt ist es geschlossen. Ja, gut, wie dem auch sei. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Fällt mir auch sehr, sehr gut. Wieder ein Blick raus aus dem Meer. Also jetzt ist ja die Sonne schon im Hintergrund so ein bisschen runtergegangen. Hinter dem Haupthaus versteckt die sich. Wenn die scheint, also guck dir das mal an. Ja, das ist doch der Hammer. Das Meer vor der Haustür. Wunderschön. Da gegenüber ist, das ist das Waldorf Astoria. Schöner Blick von hier aus übrigens, ja, raus zum Waldorf, weil es immer toll beleuchtet. Und Jöran guckt gerade zu. Neid, ja, ja, schick mal Sonne, da will ich hin. Ja klar, logisch, wer will da nicht hin? Ich muss ja hier sein, aber ich tanke die Sonne für dich mit, Jöran. Ja, liebe Grüße zurück, auch an dich. So,
Jetzt gehen wir mal Richtung türkisches Restaurant. Das haben wir jetzt hier. Sieht man auch gleich. Die Original Shisha wartet schon, dass sie heute Abend abgerufen wird. Und dann kann es losgehen. Das ist sowas von schön hier. Und dann kann man hier loungig sitzen. Ja, das ist jetzt wie gesagt der Bereich des Bay Clubs. Und dann rausschauen aus dem Meer oder sich coole Drinks gönnen. Übrigens ganz cool ist hier die Abteilung Schoko Milkshake mit Donut drauf. Also man muss den Donut quasi essen und dabei gleichzeitig das Milkshake trinken. Hat was. Hast du eben probiert, brauche eigentlich kein Abendessen mehr. Wir gehen mal rein und haben dann das türkische Restaurant. Okay. Sieht so aus. Wie viel Grad es gerade hat, fragt Angelika Rickert. Kann ich dir genau sagen. Im Moment haben wir jetzt noch 24, 25 Grad. Tagsüber war es heute 27 Grad. Also man fühlt sich sehr wohl, liebe Angelika. Wer war es für dich? Das hier ist der Platz, wo wir heute Abend dann testen müssen, der Mohammed und ich. Jetzt grüßen wir mal die Guys hier in the kitchen. Hi. Hi, say hello to Germany. Yeah, we are Facebook Live. Hi. Guck mal, friendly guys. Okay, and das ist das, was vorbereitet wird für heute Abend, oder? What are you doing there? What is it? Turkish sausage. Okay. Also, viel Fleisch wird hier geboten. Auch darf es natürlich ein bisschen spicy sein, logischerweise. Ja. Also da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt gehen wir rüber. Das ist nämlich das asiatische Restaurant. Ja, sicher schon angenehme Temperatur, liebe Angelika. Was denkst du denn? Ich friere doch nicht so wie ihr in Deutschland. Ich bin doch hier in Ras Al Khaimah, in den Emiraten. 6 Stunden Flugzeit. Ja. Schau mal, das hier ist das asiatische à la carte Restaurant. Ich sag's nochmal, es ist ein Aufpreis von 50 arabische Emirate Dirham. Und dann kann man auch dieses Restaurant, also umgerechnet 12, 13 Euro, kann man das dann nutzen. Hello, good evening. Schau mal, sind alle super nett drauf, alle sehr, sehr freundlich. Hi, hi guys, everything's fine? Okay, und das haben wir hier. Das ist, Achtung, ja, jetzt werden einige wieder neidisch werden, ich weiß. Wir sehen uns das mal an, was wir alles hier haben. Ja, also das ist mal ein echter Oktopus. Und Sushi, Sashimi. It looks great. Fresh, huh? Fresh, very fresh, yeah. I love it. Fresh as your smile, my friend. Jawohl, guckst du dir an. Sind die Jungs, die einen verwöhnen. Und bei, wie gesagt, beiden Restaurants hat man den Zugang natürlich auch raus zur Terrasse, was natürlich auch gigantisch ist, dass man dann, wenn das Wetter auch am Abend noch gut ist, locker draußen sitzen und essen kann. Meine Güte, Mohammed, läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Mein Freund, wir haben noch ungefähr 2 Stunden und 45 Minuten, bevor wir hier dann live für unsere Freunde von Sonnenklar TV testen werden. So. Sieht alles top aus. Wie teuer ist das Hotel im Moment? Dann schau dir das Angebot an. Habe ich das vergessen einzublenden? Ja, das könnte schon sein. Ich dachte, ich hätte es doch reingepostet. Na gut. Also, wir haben momentan Angebote bei uns. Ich denke mal wieder 13 Nächte, 12,99, 1299 im günstigsten Fall. Ansonsten einfach mal auf die Homepage gehen, www.sonnenklar.tv und dort nachschauen, was dieses Angebot kostet. Haben wir ja heute im Programm. Also, du kommst aus Essen. Gitte, das ist doch fein. Ich bin aus Bochum, also gleich um die Ecke. Und heute Abend gehe ich zum Essen, da freue ich mich sehr drauf. So, jetzt wird's spannend gleich. Gehen wir nämlich ins Hotel hinein und dann möchte ich euch gerne auch noch ein Zimmer zeigen im Bay Club. Und das ist jetzt die einzige kleine Krux. Wenn wir nämlich diesen Aufzug gleich hier betreten werden und hochfahren, kann es sein, dass unsere Verbindung ganz kurz mal weggeht. Was ich nicht hoffe. Die Fahrt ist nicht lang. Wir sind eigentlich einen Stock höher, aber wir können leider nicht durchs Treppenhaus gehen. Aber auch das hier, ne? Sieht doch schon gut aus. Wenn es zu lange dauert, bis der Aufzug kommt, man hat Möglichkeiten zu entspannen. Also das ist auch gegeben. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir uns auch mal wieder sehen. Ja, Mohammed kommt mit rein, genau.
Mohammed, a friendly smile, danke. Gehen in den zweiten Stock und dann haben wir hier auch gleich mal Angebote. Was kann man alles erleben hier? Dubai, ne? Also rund um die Uhr. Und überhaupt, Dubai Shopping Festival. Ich glaube, wir sind sogar noch live drauf. Wenn ich das so richtig sehe, müsste das noch funktionieren. Und das funktioniert sogar. Sensationell. Also, nehmen wir gerne mal die 4427. Danke, Mohammed. Und jetzt gehen wir mal rein. Dann zeige ich euch auch mal so ein Zimmer. Und das ist echt stark. Komm, ich starte gleich mal hier vorne. Da sehe ich mich dann auch gleich wieder im Spiegel. Hallo, Freunde aus Deutschland. Und vom Bad her gesehen, Achtung, Badewanne auf der einen Seite, klar. Aber auf der anderen Seite die Dusche. So, das ist dann eher meine Abteilung. Schönes Bad. Sieht edel aus. Es riecht auch total lecker hier in dem Zimmer. Und dann gehen wir mal rein. Haben hier, wie gesagt, diese wie immer großen Betten. Wenn man dann irgendwann ermattet am Abend von so viel Wärme, gutem Essen, Entertainment ins Bett fällt, hat man einen sehr, sehr guten Schlaf. Ha, guck dir das an. Also, und dann wollen wir natürlich nicht eins vergessen. Ab nochmal raus auf den Balkon. Und dann genießen wir zum Abschluss doch nochmal dieses schöne Bild. Also wenn ich nochmal rüber schaue, ja, das ist nochmal hier das Haupthaus, das Doubletree bei Hilton. Und dann haben wir auf der einen Seite die untergehende Sonne. Und da spiegelt sich dann quasi auf der anderen Seite wieder in einem rosafarbenen Licht. Mehr geht nun wirklich nicht. So, da haben wir doch nochmal für die Gitte 19.06. bis 13.07. für 1299 Euro pro Person. Was will man mehr? Also, das hier ist nochmal die Aussicht vom Bay Club. Das sind diese 650 Meter Strand, die hier am Abend, das sieht man jetzt eigentlich schön auch vorne, sind schon wieder die Jungs dabei zu haken, zu pflegen und alles wieder so hinzustellen, dass am nächsten Morgen alles perfekt ist. Also ich kann nur sagen, super schöner Urlaub, den man hier genießen kann. Freunde, ja, das ist Ras Al Khaimah und das ist der Urlaubschecker Goofy Förster. Und ich sage nur eins, es macht Spaß, diesen Job durchzuführen. Facebook Live, jetzt doch der Hinweis auf heute Abend. Bei uns wird es dann 20 Uhr sein und bei euch ist es 17 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann live sehen bei Sonnenklar TV. Und dann berichte ich noch einmal hier aus dem türkischen à la carte Restaurant im ja, wunderschönen Bay Club vom Doubletree bei Hilton auf Margin Island in Ras Al Khaimah. 6 Stunden nur von euch entfernt. 25, 26 Grad tagsüber. Am Abend wird's kalt. 19 oder 20 Grad. Wow. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.